Ja, hallo Leute, freut mich, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Let's Play. Ihr habt euch sicherlich vorher schon den Spielaufbau angesehen in meinem vorigen Video. Jetzt zeige ich euch die grundlegendsten Regeln in diesem Spiel, auch noch ein paar kleinere detaillierte Regeln und wie das Spiel so abläuft. Hier seht ihr schon eine kleine Auswahl, die ich getroffen habe an Soldaten. Zu Info, mit diesen Soldaten werde ich dann auch das Let's Play bestreiten. Ich habe da jetzt taktisch nicht lange überlegt. Ich habe mir jetzt einfach innerhalb von nicht mal 10 Minuten hier ein kleines Team zusammengestellt und möchte einfach mal herausfinden, ob das dann im Let's Play funktioniert oder eben nicht. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir gleich zu den Phasen und wie das Spiel denn so abläuft. Hierzu seht ihr hier auf dieser Map eine Rundenübersicht. Diese Rundenübersicht ist sehr hilfreich. Auf die muss ich selber immer wieder schauen, dass hier alles sehr strukturiert abläuft, bei den Gegnerzügen zum Beispiel. Auch die Attack-Sequenz wird hier detailliert beschrieben, wie es dann abläuft. Und hier haben wir auch einen kleinen Trefferindikator, der anzeigt, ob wir jetzt Treffen oder Suppressmarker zufügen. Ja, also, wie gesagt, in diesem Spiel geht es ja darum, dass ihr diesen Kartellboss besiegt in dieser Mission, die ich hier für euch ausgesucht habe. Das läuft eben so ab. Wir ziehen Handkarten am Anfang des Spiels. Und zwar, ihr habt hier auf den Soldaten eben Werte abgebildet. Hier habe ich den Player Soldier und hier habe ich einen Squad Leader, also quasi ein Non-Player Soldier. Was können wir auf diesen Karten jetzt alles entdecken? Wie ich vorher schon, glaube ich, erklärt habe in einem Video, hier sieht man die Leben des Squad Soldiers. Er hat keine Handkarten, ihn kann ich auch nicht ausrüsten, der bringt alles schon mit, der kommt so wie er ist und den kann man nicht modifizieren. Er hat drei Leben und das Ganze mag vielleicht ein bisschen verwirrend sein mit den Tabellen, aber wenn ich fertig bin, dann werdet ihr sehen, das Ganze ist wirklich sehr einfach zu verstehen. Und zwar, er hat hier drei Leben. Die Werte hier unten geben an, was er machen kann. Das bedeutet, er hätte jetzt mit vollem Leben zwei Actions zur Verfügung. Dann hat er mit vollem Leben bei einem Range Kill 1 trifft er schon, wenn er den Würfel 6 rollt. Also 6 oder höher ist schon ein Kill auf Reichweite 1. Dann eine Reichweite 0, also wenn sich der Gegner an seinem Ort befindet, braucht er sogar erst eine 5, um schon zu treffen. Und jetzt seht ihr, natürlich hat er einen Schaden genommen, hat er nur mehr 2 Leben, dadurch wird er auch schwächer. Hat er 2 Schaden genommen, dann wird das Ganze schon viel schwieriger, dann hat er auch nur mehr eine Action zur Verfügung und bei den Range Kills und bei den Close Kills, da wird er natürlich dann schon auch etwas schwächer. Ja, dazu geben wir noch Action Marker auf die Soldaten, die habe ich hier noch nicht ausgelegt. Also dieser Squad Leader hier hat 3 Actions zur Verfügung. Standardmäßig hat ein Soldat immer 2 Actions zur Verfügung. Also die Player Soldier vor allem haben eigentlich standardmäßig 2 Actions. Ja. Was bedeutet Range Kill? Ihr seht hier, seine Angriffe sind immer Range Attacks. Und das bedeutet ganz einfach, wir befinden uns hier an diesem Ort. Das wäre Range 0 an dem Ort, an dem wir uns befinden. Der nächste Ort ist dann schon Range 1. Das heißt, will er von hier nach hier schießen, dann muss er hier diesen Indikator verwenden, Range 1. Das heißt, mit vollem Leben eine 6 oder höher und er tötet einen Gegner, der hier liegt. Beziehungsweise am nächsten Ort einfach. Das ist eigentlich schon ganz einfach. Dann, was haben wir noch auf den Soldatenkarten? Ihr seht hier der Defeat Cover. Das sage ich mal, das ist der Deckungswert. Der ist hier 4. Das heißt, der Gegner müsste auch noch zusätzlich eine 4 rollen. Dazu komme ich später, damit er diesen Squad Leader überhaupt trifft. Also der ist schon sehr stark eigentlich. Dann seht ihr hier einen Bewegungswert. Das heißt, wollt ihr euch hier auf einen anderen Ort bewegen, dann müsst ihr
Karten abwerfen, um euch zu bewegen. Das würde dann so aussehen. Ich ziehe hier mal gleich Handkarten für den Player Soldier. Das wären 6. Und ihr seht hier zum Beispiel schon, hier haben wir eine Ortschaft. Und wenn ich diese Ortschaft hier auslegen hätte, dann, und ich möchte mich hierher bewegen, dann muss der Soldat eben 4 Entrance-Kosten bezahlen. Das bedeutet, ich muss 4 Karten aus der Hand abwerfen. Wenn der NPC sich hier bewegen will, muss natürlich ein anderer Soldat für ihn die Handkarten bezahlen. Jetzt seht ihr hier die Bewegung und das bringt ihm einen Vorteil. Würde er sich auf diesen Ort bewegen wollen, bräuchte ich nur eine Handkarte abschmeißen, da er 3 Bewegungen besitzt. Ihr seht schon, der Player-Character, den ich ausgerüstet habe, der hat nur eine Bewegung. Das heißt, bei ihm müsste ich 3 Karten abschmeißen. Ja, das wäre es eigentlich zu den Soldaten. Hier seht ihr noch die Ressourcenpunkte, die angegeben sind und natürlich die Nationalität. Wie ich vielleicht vorher schon erklärt habe, ihr könnt verschiedene Nationen natürlich spielen, dann könnt ihr auch die Waffen der Nationen benutzen. Wenn ihr mit einem Russenteam spielt, könnt ihr natürlich keine anderen Waffen verwenden, da diese nicht mitgebracht werden. Ja, dann kommen wir zu dem Player Soldier hier. Der Player Soldier hat 6 Leben, wie ihr sehen könnt, und dadurch darf er 6 Handkarten ziehen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Wenn er Schaden bekommt, dann reduziert sich die Handkartenanzahl. Ihr habt jetzt 6 Karten auf der Hand und wenn ihr zum Beispiel einen Schaden bekommt und ihr hättet, dürft ihr nur mehr 5 Karten tragen, dann müsst ihr diese Karte, diese 6. die überflüssige, nicht abschmeißen. Aber wenn ihr das nächste Mal die Action Karten ziehen benutzt, dann da dürft ihr maximal nur 5 ziehen. Also mit jedem Schaden, den man bekommt, darf man weniger Handkarten nachziehen. Dann seht ihr hier die Loadout-Kosten, also den Platz oder wenn man so möchte, ich sage immer das Gewicht, das er tragen kann. Und hier seht ihr den unbewaffneten Kampf. Das heißt, er braucht eine 10 in unbewaffneten Kampf, damit er treffen kann. Er hat einen Bewegungswert von 1 und Ressourcenkosten von 13. Wie gesagt, ich habe das Ganze hier schnell zusammengestellt, also nicht viel überlegt bei meiner Auswahl. Und ihr seht schon, ich habe ihm ein Equipment verpasst. Das wäre hier einmal diese kugelsichere Weste, die es mir erlaubt. Das zeige ich euch. Sollte ich einen Kill bekommen oder einen Suppress-Marker, kann ich würfeln und bei einer 5 bis 10 kann ich diese Wunde verhindern. Dann habe ich ihm ganz was Besonderes gegeben, habe ich selber auch noch nie ausgerüstet gehabt, und zwar diesen Skill hier, Squad Fire heißt der, und der erlaubt mir jetzt zum Beispiel Add 1 to Non-Player Soldier and Squad Leader Attack Rolls Limit 1 per Mission. Ich darf hier an seine Angriffswürfel immer einen Wert dazu zählen bei dem Squad Leader. Das ist natürlich ganz toll. Das heißt, würde er hier angreifen auf Range 1 und er hätte eine 5, dann hätte er durch diese Karte eine 6 und würde treffen. Finde ich sehr nett. Mal ein bisschen auf den Squad Leader forciert hier das Team. Sorry, dass es hier ein bisschen spiegelt, aber das ist gerade ein bisschen schwierig hier mit der Beleuchtung. Ja, was habe ich noch ausgerüstet? Ihr seht hier eben diese Waffe hier. Das ist eine VSS Karabiner. Und was sehen wir hier für Informationen auf der Waffe? Jetzt ist einer runtergefallen. Da liegt er. Ja, erstmal, das ist eine Ranged Waffe, macht also Fernkampfschaden. Dann seht ihr hier, ist natürlich Ressourcenkosten von 5 und Loadout-Kosten von 5. Das heißt, wie ich euch beim Setup vielleicht schon erklärt habe, ich muss die Ressourcenkosten bezahlen, die hier auf der... ich habe natürlich 37 durch diese Covered Operation Karte hier. Und diese hier kostet mich schon 5 von meinen Ressourcenpunkten. Natürlich auch das Gewicht, sie zählt auch als Gewicht. Und mein Soldat hier verliert hier von seinen 14 Loadout schon 5. Ja, dann seht ihr hier, wenn ich mit dem Soldat angreife, muss ich eine Waffe wählen.
Das ist dasselbe jetzt System wie bei den Quad Soldier. Ich habe hier Range 0, das heißt einen 7, um einen Kill zu schaffen. Ich brauche hier bei Range 1 eine 8, um einen Kill zu schaffen. Ja, dann haben wir hier Reload. Reload bedeutet nichts anderes als, wenn ihr diesen Wert erreicht oder darunter liegt, dann müsst ihr so eine Munitionsmarke abgeben. Diese Waffe kommt schon mit 7 62 mm Ammo ins Spiel. Und wenn ihr nachladen müsst, dreht man diese Marke um. Dann liegt ihr oben auf einem Stapel und dann müsst ihr eine Action ausgeben, um diesen Marker zu entfernen. Dann verliert ihr diesen Marken und habt weniger Munition zur Verfügung. Das macht Sinn, ist auch sehr geil gemacht, finde ich, fühlt sich richtig toll an, wenn ihr zum Beispiel hier, da gibt es Waffen, die haben Semi- oder Automodus. Bei Automodus würfelt ihr mit 3x W10 Würfel. Das ist dann richtig heftig, das bedeutet, ihr gebt Dauerfeuer ab, natürlich erhöht sich die Chance auf einen Reload, da ihr mehr Munition verbraucht. Diese Waffen haben dann meistens hier eine 3 stehen schon, das heißt, bei einer 3 muss man schon nachladen. Und ja, eine Action ausgeben fürs Nachladen, das muss man sich dann gut überlegen, ob man das riskiert. Dann kommen wir gleich zum nächsten, Penetration. Man muss hier den Deckungswert der Gegner erreichen, das ist gleich später, und das Penetration 1, das addiert schon einen Wert auf den kleinen Würfel hinzu, damit man den Deckungswert des Gegners erreicht. Stealth bedeutet, der erste Angriff, den man macht mit dieser Waffe, ist ein Stealth-Angriff und das bedeutet, er hat automatisch schon die Verteidigung durchbrochen, also einen Defeat Coverall von 6 und wir müssen nur mehr sehen, ob wir ihm Schaden zufügen oder eben nicht. Der zweite Angriff mit dieser Waffe, der wäre dann kein Stealth-Schaden mehr. Nur wenn man unbewaffnet angreift, dann gilt dieser Wert hier, das wäre die 10, die wir rollen müssen. Ist man immer im Stealth-Modus und jedes Mal hat man schon automatisch eine 6 im Defeat-Cover-Roll, also im Deckungswürfel. Das bedeutet, ich kann zweimal unbewaffnet angreifen auf einen Schnull, hätte zweimal schon eigentlich die Deckung überwunden, ist ja eine hinterlistige Attacke, aber muss natürlich auch noch treffen. Ja, das wäre es eigentlich zu den Waffen. Da möchte ich nicht alles erklären, sonst wäre die Zeit zu extrem. Hier gibt es sehr viele Fähigkeiten, die die Waffen haben. Das ist sehr schön. Man hat eine riesige Auswahl an Waffen. Und ja, dann geben wir diese vier Marker wieder auf die Waffe. Ja, dann haben wir noch eine Granate. Hier seht ihr, diese kann ich nur auf Range 0 benutzen. Dann Kill bei 6. Also jeder Würfel, jeder W10, den ich rolle und eine 6 hat, macht hier einen Kill. Das bedeutet, hier habe ich Mode Explosion. Explosion bedeutet mit Rolls 4, ich darf hier viermal einen W10er würfeln. Und Explosion bedeutet, jeder Würfel, der trifft, macht einen Kill. Ist anders als bei diesen Waffen hier, wenn man hier einen Automodus schießt, diese Waffe hat zufällig gerade keine. Dann darf man auch 3 W10er Würfel würfeln, aber wenn man zweimal hier diesen Killwert erreichen würde, macht man trotzdem nur einen Kill. Da dies ja eine Explosion ist und das natürlich ausfächert im Kampf, zählt hier jeder Würfel als Treffer. Beispiel haben wir einen Gegner, der hier drei Gegner abgebildet hat. Und ich würde mit den 3 W10ern von 4 treffen, dann würden hier alle sterben. Ansonsten, wenn nur einer trifft, dann würde einer sterben und die anderen suppressed, wenn ich natürlich den Suppresswert erreiche. Beziehungsweise den Defeat Coverall. Ja, was haben wir hier noch drauf? Und zwar, Expanded bedeutet, ich muss die Granate sofort abwerfen, wenn ich die Karte benutze. Penetration 1 bedeutet wie bei der Waffe, ich bekomme zur Deckungsroll schon eine 1 hinzugefügt. Sehr starke Granaten machen ja auch Penetration 5, da hat man schon automatisch die Deckung überwunden.
Limit 4 bedeutet, ich kann mir beliebig viele Granaten eigentlich kaufen oder Munition, aber von dieser hier nur maximal 4. Ja, das war es eigentlich zur Granate. Was gibt es da beim Ausrüsten eben noch zu beachten? Ich habe hier, zählen wir mal die Werte zusammen, und zwar 10 plus 13 wären 23, dann haben wir hier 26, 30, 35 mit einer Granate 36 und hier habe ich mir zusätzlich noch eine Granate gekauft. Das kostet mich nochmal ein Loadout und eine Ressource, also genau 37. Ich habe das hier voll ausgeschöpft. Man muss hier diese Ressourcenpunkte nicht voll ausfüllen, dazu gleich. Und ihr könnt euch noch zusätzlich solche Munipacks kaufen, also bei dieser Waffe wären es ein Stapel von 4, sie kommt mit 4 ins Spiel, ja, wenn ihr euch die Waffe kauft. Und ihr könnt euch entscheiden für einen Ressourcenpunkt und ein Loadout noch ein Munitionspaket zu kaufen. Das könnt ihr auch 4-mal machen, wenn ihr glaubt, ihr habt zu wenig Munition. Ja, Loadout-Kosten habe ich natürlich lange nicht erreicht. Hier habe ich 14 bei diesen Soldaten, 2 Granaten, während 2 dieser Karabiner wäre 5, das sind 7. Und die Schutzweste wären dann 10. Also bin ich darunter. Die Mission habe auch ein Handicap und zwar minus 1. Also kein Problem. Ja, ich würde sagen, dann können wir mal mit dem Spielablauf beginnen. Das Ganze läuft jetzt so ab. Es beginnt der Soldier Turn. Ihr habt 8 Runden Zeit. Und im Soldier Turn habt ihr Actions zur Verfügung. Dazu habt ihr solche Action Marker auf euren Soldaten. Mit diesen Action Markern könnt ihr Folgendes machen: Angreifen, solche Karten spielen, Reload machen, also wenn ihr nachladen müsst, dann abwerfen und neu ziehen, das heißt, eine Action ist so viele Karten wie ich will abwerfen und dann auf meine maximale Handkartenzahl wieder auffüllen. Natürlich muss man ja auch die Leben beachten von so einem Player Soldier. Dann könnt ihr euch bewegen, das heißt von einem Ort auf den anderen natürlich. Für eine Action könnt ihr euch an einen Ort bewegen, das ist auch rückwärtig möglich. Dann könnt ihr noch einen Suppress-Marker entfernen und ihr könnt, wie sagt man da, Versorgungskosten bezahlen von Karten, die auf dem Tisch liegen. Dazu später dann mehr, wenn ich nicht vergesse. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten auf der Tabelle, das wäre der Angriff. Nein, ich würde sagen, machen wir Action-Karten spielen. Das macht mehr Sinn. Und zwar, ihr habt hier Ortschaften auf der Hand und diverse Action-Karten, die euch viele Sachen ermöglichen. Hier ist generell zu beachten, diese Action-Karten könnt ihr eigentlich nur auf euren Soldaten spielen. Also das sind seine Handkarten und er kann sie auf sich selber spielen. Es gibt aber Ausnahmen. Ihr seht hier diese eckige Klammer. Diese eckige Klammer bedeutet, das ist eine Abgun-Fähigkeit. Das habe ich am Anfang auch nicht kapiert. Das habe ich nur bei anderen Texten so verstanden mit den Abgun. Zum Beispiel hier. Man bekommt 2 auf den Attack Roll mit Abgun 4, das ist natürlich klar, aber hier eben auch die Klammer beachten bei einem Soldier. Das würde hier bedeuten, wenn ihr eine XP bezahlt, bekommt ihr diese Abgun-Fähigkeit und ihr dürft diese Karte auch auf einen anderen Soldaten spielen. Ja? Also generell gilt, nur auf euch zahlt ihr diese XP, auch auf einen beliebig anderen Soldaten. Geht auch auf diesen Squad Soldier hier. Das wäre eigentlich das Wichtigste, was hier zu beachten ist an den Karten. Die meisten Karten geben euch ja vor, was ihr machen müsst. Zum Beispiel hier, pay 1 XP to play this card. Also ihr müsst schon eine XP bezahlen, damit ihr diese Karten spielen könnt. Dann steht hier wieder play after you, any Soldier, also wieder Abgun-Fähigkeit, damit man sie auch auf andere Soldaten spielen kann. Kann man mit der Karte einen Angriff von einem Gegner abwehren und so weiter. Ja,
Das Ziel von dem Spiel ist natürlich dann, dass ihr euch in andere Ortschaften bewegt. Das macht ihr, indem ihr solche Ortschaftenkarten ausspielt. Die sind generell eigentlich gratis zum Ausspielen, außer hier steht Cost One Action to Play. Das bedeutet, das ist eine Naturkarte. Manche Karten beziehen sich darauf und ihr braucht schon so eine Action und dürft dann diesen Ort bezahlen. Also manche haben hier keine Action Cost to Play, die könnt ihr dann einfach hinlegen. Ja, das ist das nächste tolle Element in diesem Spiel. Und zwar, ich finde es richtig geil, wenn man Ortschaften zur Auswahl hat, auch der andere Spieler, dann entscheidet man sich, ja, an welchen Ort geht man dann. Das heißt, in jedem Spiel, das man spielt, ist nicht derselbe Weg das Ziel. Also beziehungsweise führt nicht derselbe Weg zum Ziel, da man hier ja unterschiedliche Ortschaften ziehen kann. Das ist echt, echt genial. Ja, was passiert denn jetzt, wenn wir so eine Ortschaft spielen? Das heißt, wir legen diese Ortschaft ab. Das ist nur möglich, wenn der Soldat benachbart schon steht. Das heißt, wenn ihr hier steht, könnt ihr eine Ortschaft auslegen, die hier ist. Wenn ihr hier hinten seid, dann könnt ihr nicht über zwei Felder hier diese Ortschaft ausspielen. Also man muss schon hier benachbart auf einem benachbarten Ort stehen. Wenn ihr diese Ortschaft jetzt auslegt, dann spawnen Gegner. Und jetzt sind die Ressourcenkosten wichtig. Die sieht man dann auch eben am Anfang. Wir haben 37 zur Verfügung. Wir können aber auch darunter bleiben, wenn wir wollen. Haben wir 29 oder weniger, dann werden Gegner gezogen bis zu einem Wert von 6. Haben wir 30 bis 49, dann werden Gegner bis zu einem Wert von 7 gezogen. Ihr seht schon, man kann mit diesen Missions- und Kartellbossen wirklich unterschiedliche Quests, unterschiedliche Abenteuer erleben. Je nachdem, welche Mission das man nimmt, kann man mehr Ressourcenpunkte ausgeben und so weiter und so fort. Also Variation Open End. Ja, dann noch eine Spezialfähigkeit des Ortes. Das heißt, ignore reload results when you are in this location. Das heißt, wenn wir nachladen müssten, dann können wir das ignorieren. Wie läuft das jetzt ab? Wir spielen diese Karte aus. Wir haben 37, also bis zu einem Wert von 7 müssen wir Gegner ziehen. Jetzt kann es natürlich schon vorkommen, 7 ist recht hoch, dass wir hier keinen Platz mehr haben auf dieser Karte. Wir ziehen einfach mal. Oh, gleich ein Auto. Jetzt seht ihr hier oben diesen Wert. Diese Ortschaft hat gesagt, wir müssen bis zu 7 Gegner ziehen. Jetzt haben wir schon 3, das heißt, wir müssen noch bis zu 4 ziehen. Wir legen diesen Gegner auf diesen Ort ab. Dann ziehen wir den nächsten. Das nächste ist eine Eventkarte, das zählt auch schon dazu. Das bedeutet 2 plus 3, das wären schon 5. Jetzt ziehen wir nochmal. In diesem Fall hätten wir jetzt 8, das heißt 5 plus 3 wäre 8. Wir hätten diese 7 auf der Ortschaftskarte jetzt eben erreicht. Ich zeige das nochmal vor, das wäre hier. Und legen diese Karte auch auf diesen Ort. Das ist natürlich jetzt ein Extremfall, der hier vorkommt. Das habe ich nicht voreingestellt. Ich zeige euch mal ein paar Gegner noch. Hier gibt es ja auch ganz leichte Gegner. Ich tausche das mal aus. Beziehungsweise ich lege noch einen rein. Der hat zum Beispiel 0. Wenn man Pech hat, sieht man auch 2 Nuller. Dann wären das noch mehr Gegner hier. Ich lege den auch noch dazu. Angenommen, der ist auch noch auf diesem Ort. Wenn wir jetzt 4 Gegner gezogen hätten, das ist ein bisschen Manko in dem Spiel, dann hätten wir jetzt ja keinen Platz mehr. Ja, wir haben jetzt hier Gegner liegen im Wert von 8, also wir sind über die 7 drüber gekommen und das war's auch schon. Das war's eigentlich generell mit diesen Actionkarten zum Ausspielen. Ich erkläre die Fähigkeiten ja noch nicht im Detail. Wie gesagt, das Wichtigste ist, die Abgangsfähigkeiten immer beachten. Ihr braucht natürlich Erfahrungspunkte. Da noch dazu, wenn ihr so einen Gegner tötet, dann bekommt ihr hier diese XP, die abgedruckt sind. Also bei ihm 0, bei dem Auto wären es 3. Diese XP bekommt immer der Soldat, der ihn natürlich getötet hat.
Ja, das war's zum Kartenspiel. Jetzt haben wir die Ortschaft ausgelegt. Dann kommen wir zur Attacke. Das ist jetzt wichtig. Habe ich natürlich vorher schon, bin ich vorher schon ein bisschen eingegangen darauf. Ich mache das jetzt ganz kurz. Ich könnte mich jetzt entscheiden, mit wem greife ich jetzt an. Er hier hat drei Actions. Ich benutze eine Action und wähle den Gegner, den ich angreifen will. Der hier ist auf Reichweite 1. Ich befinde mich hier, das wäre 0, das hier wäre 1, 2 und so weiter. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, diesen Gegner hier anzugreifen. Wir erinnern uns, er liegt auch auf diesen Orten, nur aus Platzgründen habe ich ihn ein bisschen weiter rüber geschoben. Ich greife ihn an. Ich hole mir jetzt spezielle Würfel aus der Schachtel, die ich mir gekauft habe, damit ihr für das Video die Ergebnisse, die ich würfle, besser sehen könnt. Normalerweise spiele ich auch immer mit diesen Patronen, weil das wirklich sehr stimmig rüberkommt. Ja, und dann greift dieser Squad Soldier hier diesen Gegner an. Sehen wir uns das mal an. Er hat einen Range 1. Ich bräuchte eine 6, um diesen Gegner zu töten. Was sehen wir auf dieser Gegnerkarte alles? Wir haben hier einen Defeat Coverall zu überwinden. Das hat jeder Gegner. Und zwar eine 2. Das ist jetzt ganz wichtig im Kampf. Ich zeige euch das mal, wie das mit den Patronen so aussieht. Und zwar, diese Patrone hier ist ein W6, das hier ein W10. Und wenn ihr jetzt diesen Gegner besiegen wollt, dann müsst ihr mal seine Deckung durchdringen. Ihr braucht hier mit diesem kleinen Würfel, also der W6, eine 2, um die Deckung zu schlagen. Habt ihr das geschafft, dann müsst ihr auch noch eure Attacke vergleichen. In dem Fall brauche ich mit dem Squad Soldier eben eine 6. Hätte ich eine 6 gewürfelt, hier eine 2, dann würde der Gegner hier einen Schaden bekommen. Ich lege den Gegner hier ab und zeige euch das so vor. Das bedeutet, ich nehme jetzt die anderen Würfel zur Übersicht. Dieses Ergebnis hier wäre mit meinem Squad Soldier ein Treffer, da er hier ja eine 6 benötigt. Jetzt gibt es hier drei verschiedene Varianten, die eintreffen können. Wenn ihr hier diesen Wert nicht schafft, angenommen, wir haben hier eine 1, dann passiert Folgendes, und zwar, ihr hättet ihn getroffen mit der 6, aber ihr habt seine Deckung nicht durchbrochen. Jetzt bekommt er einen Unterdrückungsmarker. Die sehen so aus. Und das war's. Ihr könnt ihn jetzt auch nochmal angreifen, versuchen ihn zu töten, aber im Generellen war es das dann schon. Ja, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die eintreffen kann, und zwar habt ihr hier zum Beispiel die 4 gerollt mit diesen Soldaten, das wäre kein Treffer, aber hier eine 6, dann seid ihr natürlich weit über seine Deckung und ihr hättet ihn aber nicht getroffen. Dann passiert dasselbe wieder, er bekommt einen Unterdrückungsmarker. Also ganz einfach. Um so einen Gegner zu töten, musst ihr über diesen Wert kommen mit dem W6 und natürlich mit dem W10 euren geforderten Angriffswert. Sehen wir uns die Waffe hier an. Das wäre bei dieser Waffe ein Kill von 7. Dann müsste das Ganze hier so aussehen. Ah, wo ist er, der 7er? So wäre es ein Treffer mit meiner Waffe. Sie hat Penetration 1, das ihr ja hier sehen könnt. Und wenn ich hier eine 1 hätte, dann hätte ich durch Penetration eine 2 und ich hätte ihn getötet. Ja, dann bekommt er so einen Enemy Kill in Action und das war's. Bei den Gegnern gibt es noch zu beachten: Hier gibt es auch welche, die haben natürlich mehrere Draufkarten, ne? Karten mit mehreren Gegnern, und die haben auch meistens eine Spezialfähigkeit. Das heißt, dieser hier, wenn er gezogen wird, kommt er an den nächsten Soldaten in der nächsten Location, also an den, der am weitesten vorne ist, wird dieser Gegner platziert zum Beispiel. Aber da gibt es auch viele verschiedene Fähigkeiten. Und wenn
ihr hier natürlich einen Schaden zufügt mit eurer Waffe, natürlich wieder so einen Marker drauflegen. Wenn die Gegner hier alle suppressed sind, dann verlieren sie auch ihre Fähigkeiten. Würde es beispielsweise so aussehen, dann würde dieser Gegner hier seine kompletten Fähigkeiten unten verlieren. Ja, da gibt es noch zum Beispiel, er addiert 2 zu den Entrance-Kosten von der nächsten Location oder und so weiter, die hier oben den Timer-Marker vorrücken. Und da gibt es sehr viele gemeine Sachen. Aber wie gesagt, sind die Gegner komplett unterdrückt und getötet, dann würde er seine Fähigkeiten hier verlieren. Zu den Suppress-Marker komme ich dann noch, was die genau noch machen im Gegenangriff. Ja, wie ihr sehen könnt, der hier bräuchte nur einen Kill, dann hättet ihr ihn getötet, diesen Sack. So viel eigentlich zum Angriff der Soldaten. Das ist wirklich ganz easy. Das ist bei jedem hier gleich. Ihr seht hier den Angriffswert, ihr seht hier den Angriffswert von der Waffe. Das funktioniert genau gleich. Das funktioniert bei jedem gleich. Auch die Gegner funktionieren genau nach demselben Prinzip. Das wäre es zum Angriff. Die Granate möchte ich noch kurz erklären. Hier seht ihr zum Beispiel, wenn ich mit der Granate hier auf dieses Auto schießen würde, bräuchte ich eine 3. Sie hat aber Penetration 1. Damit ich treffen würde, würde auch hier eine 3 genügen. Durch Penetration bekomme ich noch einen Würfelpunkt dazu. Und dann darf ich noch 4 W10 würfeln. Würde das Ganze jetzt so aussehen, einen Kill habe ich bei 6. Angenommen, ich habe jetzt dieses Ergebnis hier. Dann würde Folgendes passieren. Ich habe 2 Treffer gemacht, eine 6 und eine 7. Das heißt, das Auto bekommt jetzt 2 Suppressmarker. Es bekommt 2 Killmarker und wäre natürlich tot. Wäre es dieses Ergebnis, dann wäre es sehr unglücklich gelaufen. Ich hätte mit meinen Granatsplittern nur einen Kill gemacht und natürlich den Defeat-Cover habe ich geschafft. Der Rest wird unterdrückt. Ganz einfach. Wenn es hier gewesen wäre, dann würde das Ergebnis jetzt so aussehen. Das war es eigentlich zu diesen Explosivwaffenschaden. Da gibt es noch Waffen, die haben auch noch andere Fähigkeiten. Wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst wird das echt den Rahmen sprengen hier. Das war es zum Angriff. Dann haben wir Reload. Das habe ich schon erklärt. Wenn eure Waffe beim Würfeln den Reload-Wert würfelt, dann müsst ihr nachladen und müsst ihr so einen Marker auf eurem Stapel auf Reload kippen. Jetzt ist das Gemeine natürlich, habt ihr schon alle Actions verbraucht hier von dem Soldaten, könnt ihr nicht mehr nachladen. Außer ihr besitzt so eine Handkarte, gibt es ja auch, die es euch erlaubt, einmal nachzuladen. Da gibt es natürlich extrem viele Fähigkeiten, da kann man noch tricksen. Und ja, das war's. Fähigkeiten können natürlich nur auf den eigenen Soldaten angewendet werden. Das heißt, er kann keine Action ausgeben, um bei ihm nachzuladen. So viel dazu. Dann haben wir Discard and Draw. Habe ich auch schon erklärt. Eigentlich simpel. Ihr werft beliebig viele ab und zieht natürlich neu auf euer maximales Handkartenlimit, was euer Leben angeht. Das heißt, 6 Leben hat er, wären 6 Handkarten, bei 3 Leben wären es mehr 3. Ja, dann haben wir Move, das ist auch ganz einfach. Wie gesagt, ihr habt hier Entrance-Kosten, also Eintrittskosten. Angenommen, dieser Player-Soldier will sich hier bewegen auf diese Killzone, dann müsste er 4 Handkarten abwerfen. Das würde recht heftig ausfallen, hätte ich nur mehr eine Karte in der Hand. Er hat Bewegungskosten von 1. Das kann ich dann davon abziehen, das heißt, ich müsste nur 3 Handkarten abwerfen. Ja, das wäre es eigentlich zum Bewegen. Bewegen könnt ihr euch vor und zurück, das ist natürlich kein Problem.
Dann haben wir noch Remove und Suppress. Gegnerkarten hier oben können nicht mehr Anzahl an Marker haben, die hier abgedruckt werden. Beispielsweise wäre er schon unterdrückt und ihr wollt ihn töten und schafft es nicht, dann würde er keinen zweiten Suppress-Marker bekommen. Wenn Soldaten Suppress-Marker bekommen, können sie beliebig viele besitzen. Es kann auch vorkommen, dass ihr zwei oder drei Marker besitzt. Wäre dann ganz schlimm, denn für eine Action, also diese Remove-Suppress-Action, könnt ihr natürlich hier eine Action ausgeben und eine Marke entfernen. Ihr ahnt schon, das ist richtig heftig. Wenn man zwei hat, dann ist das so viel wie eine Runde aussetzen. Aber vielleicht habt ihr Glück und spielt so eine Karte aus, die ihr gratis spielen könnt und dürft hier auch Marke entfernen. Ja, das wäre es eigentlich im Generellen zu den Soldiers hören, was ihr alles als Soldaten machen könnt. Dann kommen wir noch zu den Gegnern. Also wenn ihr alles erledigt habt, was ihr erledigen wollt, es gibt noch zu sagen, und zwar, was ich vergessen habe, natürlich, wenn ihr Gegner zieht, dann werden hier Marker verteilt. Das vergisst man gerne, habe ich jetzt auch vergessen, aber man kann das machen. Man merkt das immer, wenn die Attack Zone kommt, das heißt, man will jemanden angreifen, dann merkt man das sofort, dass hier keine Targets drauf sind. Das ist ja sehr geil gemacht in diesem Spiel mit den Targets. Ihr zieht hier von dem Beutel natürlich diese Marker, die ihr vorher reingegeben habt, von jedem Soldaten 4, wie im Aufbau erklärt, und verteilt diese Marker. Jetzt könnt ihr sehen, welcher Gegner welchen Soldat angreift. Ja? Das heißt, der hier Spieler 2 oder beziehungsweise der würde den NPC angreifen, den Squad Leader, der hier auch, der hier den Player Soldier und der hier auch den Player Soldier, der hat eine 1. Eine sehr geile Mechanik, es ist immer sehr spannend, wer greift wem an. Das trägt wirklich sehr viel zum Spiel bei, hier dieses Target ziehen. Sollte man nicht vergessen, aber wenn man es vergisst, ist auch nicht schlimm. Man merkt das garantiert immer, speziell wenn ihr einen Gegner angreift, hier fehlen Marker. Ja, am Ende eures Zuges könnt ihr noch Retain-Kosten bezahlen. Und zwar, ich sehe mal, ob ich hier eine Karte finde. Ja, hier haben wir gleich eine, zum Beispiel die hier. Diese Karte gibt euch eine sehr starke Fähigkeit, aber sie bleibt im Spiel, aber ihr müsst eben Erhaltungskosten bezahlen. Das heißt, am Ende eurer Runde habt ihr quasi Retain-Phase. Wenn ihr hier diese Kosten bezahlt, bleibt sie noch eine Runde liegen, wenn nicht, werft ihr sie ab. Das sind wirklich sehr tolle Karten und man hier ist immer gewillt, dass man Gegner tötet, um XPs hier auch ausgeben zu können. Diese XPs will ich noch anmerken, die sehen hier so aus, das sind solche Sternchen, die könnt ihr beliebig auch zusammentauschen. Das heißt, will so eine Karte mit Abgang bezahlt werden, dann können alle Soldaten ihre XP dafür zusammenzahlen und diese Karte dann spielen. Also mit diesen XP können die Soldaten, was auch immer gefordert wird, gemeinsam abgeben und gemeinsam bezahlen. Ja, dann kommt der Gegnerzug. Was machen wir als erstes im Gegnerzug? Reinforcement Draw. Das bedeutet jetzt, das ist der Verstärkungszug. Ich lege die Gegner hier mal wieder nach oben, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Die befinden sich alle auf Ort Nummer 1, auf Ort Nummer 2 natürlich. Im Reinforcement Draw, seht ihr hier oben, haben wir Reinforcement Kosten. Das heißt Verstärkungskosten. Zufälligerweise hat diese Karte hier keine. Ich durchsuche mal schnell nach einem Ort, der so etwas besitzt. Der Boss hätte auch eine. Hier zum Beispiel. Liegt dieser Ort hier aus und ein Soldat befindet sich auf diesem Ort. Dann triggert diese Reinforce. Das heißt, wir heben eine Karte vom Gegnerdeck und sehen uns diese Karte an. Wenn sie einen Wert von 0 oder 1 besitzt,
wird diese Karte des Gegners sofort an diesen Ort hinzugefügt. Das war's dann auch schon wieder. Hätten wir hier einen Gegner gezogen mit dem Wert 2, wird er abgeworfen. Bei 3 wird er abgeworfen. Also, ihr müsst hier immer das matchen, das hier abgebildet ist. Entweder kommt ihr ein 0er Gegner oder ein 1er Gegner. Alles andere wird abgeworfen. Gilt natürlich auch für 2. Also wenn hier Reinforcement 2 steht oder 0 bis 2 steht, dann jeder Gegner, der unterhalb ist, bleibt liegen. Ein 3er wird abgeworfen. Ganz einfach. Zu beachten, das wird nur gemacht, wenn ein Soldat auf diesem Ort steht. Wenn der Ort leer ist, kommt kein Respawn. Ist auch sehr geil gemacht. Auf den Ort ist kein Soldat, wieso soll ein Gegner kommen, aber sobald sich darauf einer befindet, wird er Aufmerksamkeit erregen und die Gegner kommen. Ja, das ist wirklich geile Mechanik. Kann man nicht genug davon schwärmen. Dann haben wir Attack. Ja, die Gegner greifen uns auch an. Wie ihr schon gesehen habt, haben die Gegner auch dieselben Werte wie die Soldaten. Es sieht natürlich jedoch nur ein bisschen anders aus. Das heißt, dieser Gegner rollt auch mit einem Würfel, was verwirrend ist. Generell rollt man immer einen W10 und einen W6, wenn nichts anderes angegeben ist. Auch der Squad Soldier hier rollt immer eine W6 oder W10. Wie gesagt, die Granate wären 4x W10 und so weiter. Aber Gegner hier auch generell einfach einen W10 und W6, außer steht er anders drauf. Ja, er hat hier, wenn er hier eine 4 würfelt, dann hat er verfehlt. Wenn er eine 5 oder mehr würfelt, dann fügt er mir eine Wunde zu. Ihr seht hier Range 0, das macht er nur, wenn er auf meinem Ort steht. Also würde er hier liegen und er hätte mich hier im Target, dann könnte er nicht auf mich schießen. Ja, natürlich muss er auch diese W6 würfeln und hier meine Defeat Cover besiegen. Ist natürlich bei diesem Soldat nicht schwer, der hat eine Defeat Cover Roll von 1. Den müsste man eigentlich total upgraden, was ich ja jetzt nicht gemacht habe. Das heißt, der Gegner trifft bei ihm eigentlich so gut wie immer. Das ist eine Art Tank, der Soldat. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen kompliziertere Karten. Zeige ich euch mal hier das Auto. Das funktioniert hier im Endeffekt wie der Squad Soldier. Und zwar, das sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Das heißt, er kann von Range 0 bis 1 angreifen. Will heißen, steht er hier und er hätte mich hier im Target, ich befinde mich hier und ich wäre im Target, könnte er mich mit Range 1 angreifen. Es ist wieder ganz einfach, er hat noch volle Kräfte, also 2 Leben. Dann bei einer 2 minus auf Range, bei einer 2 minus macht er einen Miss, also er verfehlt mich. Ja, also 2 Leben. 2 minus, er verfehlt. Würfelt er eine 3 bis 5, dann bekomme ich eine Wunde. Würfelt er eine 6 oder 9, also eine 6 bis 9, bekomme ich schon 2 Wunden. Ja? Und das auf Range 0 oder 1, das ist ihm egal, welche Range. Würfelt er eine 10 oder mehr, dann bekomme ich 3 Wunden. Das ist natürlich sehr, sehr heftig. Ja, also er kann sich auch nicht bewegen, sobald er einmal getroffen wurde. Das ist eine Spezialfähigkeit hier. Und ja, also ganz leicht wieder, wenn er einen Schaden bekommt, dann wird er schon schwächer. Ihr seht schon, ja, dann ist die 50-50 Chance für einen Miss. Natürlich kann er mich dann auch unterdrücken. Wenn er meinen Defeat Cover schafft, zum Beispiel mein Soldat hat 1 und er würfelt mir jetzt eine Wunde, angenommen eine 9, dann hätte er mich nicht getroffen, dann hätte er mich schon getroffen, aber wenn mein Soldat hier quasi
zum Beispiel hier dieser Squad Soldier hat hier die Fit Cover 4. Wenn er jetzt eine 1 würfelt und er hat eine 9, dann würde er mich treffen, aber meine Deckung nicht geschafft, dann bekommt mein Squad Soldier einen Suppress Marker. Ja, das war's. Das heißt, jeder Gegner greift einmal an. Natürlich greift er nur das Target an, das er auch im Visier hat. Wenn ein Soldat stirbt, dann würfelt man eben neu aus, welches Target er dann wieder ins Ziel nimmt. Das heißt, die Marker werden aus dem Beutel entfernt und man zieht einen neuen Marker dafür, wenn er noch an der Reihe wäre. Ja, das wäre es eigentlich zum Gegnerangriff. Das funktioniert bei allen gleich. Hier habt ihr drei Ziele, die haben natürlich drei Leben. Müsst ihr euch wieder denken, was passiert bei drei Leben? 4 minus Miss, eine Wunde und diese Fähigkeit hier. Das war es eigentlich zum Gegenangriff. Also wenn ihr euch trifft, dann eure Wunden ablegen und das war's. Zu den Wunden gibt es noch zu sagen, das ist auch sehr, sehr heftig gemacht. Hier gibt es verschiedene Wundenarten, habt ihr vorher gesehen. Und zwar bekommt ihr hier eine Zweierwunde, dann dürft ihr euch nicht zweimal die 1 geben, sondern einen Zweiermarker. Das bedeutet, ihr habt eine schwere Wunde eigentlich schon. Und wenn ihr euch jetzt um eines heilt, ihr schafft nur eine Heilung um 1 auf eine Zweiermarker, dann müsst ihr ihn ersetzen mit dieser 1. Also nicht mit dieser 1, sondern mit dieser umgedrehten 1. Das will vom Sinn her bedeuten, es war eine sehr schwere Wunde. Ihr habt sie nicht vollständig heilen können, beziehungsweise sie blutet weiter. Ihr seid nicht fähig, sie zu behandeln. Das ist dann eine permanente Wunde. Diese Wunde könnte man nie mehr wieder heilen. Ja? Dasselbe gilt auch hier mit C5 oder 3er Wunden. Also wenn ihr hier nur eine heilen würdet, dann müsst ihr umdrehen und eine unheilbare 4er draus machen. Und so. Das ist richtig heftig. Und da sollte man schon aufpassen, wie man heilt, beziehungsweise bei manchen Ausrüstungen auch Glück haben, wie viel Heilung man schafft. So viel dazu. Die Gegner haben angegriffen, dann sehen wir uns das Close Range an. Close Range bedeutet, sie kommen näher. Will heißen, man sieht sich jetzt die Reichweite der Gegner an. Hier haben wir schon ein gutes Beispiel, dieser Fuck hier. Angenommen, er ist hier gespawnt auf diesen Ort. Geben wir diese ganzen Gegner mal weg. Er hat Reichweite 0. 0 bedeutet, er kann uns nur angreifen, wenn er auf demselben Ort ist wie wir. Er hat uns in dieser Runde eben nicht angreifen können. Was macht er? Er bewegt sich zu dem nächsten Ort. In diesem Fall wäre er dann hier auf Ort Nummer 1. Legen wir hier noch einen Ort aus. Dann haben wir auch noch ein gutes Beispiel, das wäre dann sehr übersichtlich. Hier haben wir zum Beispiel einen Gegner. Ihr seht hier Range 0 bis 1. Wenn er hier liegt, dann überprüft dieser Gegner. Hier liegt kein Soldat, das heißt, er kann nicht angreifen. Er hat ja 0 oder 1. Was macht er? Er bewegt sich um einen nach vorwärts. Diese Bewegung führen alle Gegner durch, die vorher kein Target in Reichweite haben. Also das ist ganz einfach, ihr schiebt die nach vorne, die nicht angegriffen haben, das war's. Ist natürlich sehr gemein und ich finde das wieder auch sehr, sehr realistisch gemacht, dass sich die Gegner auch nach vorne bewegen. Ja, was haben wir denn noch? Remove Suppress Counters, das heißt, alle Gegner, die hier einen Suppress Marker oben liegen haben, werden dann automatisch alle Counter entfernt. Ja, zur Bewegung gibt es noch zu beachten. Hat hier so ein Gegner einen Suppress-Marker liegen, dann kann er sich nicht bewegen. Das bedeutet, auch wenn er hier einen liegen hat, dieser Dreier zum Beispiel, wird er sich nicht bewegen. Dieser Tag hier sowieso. Das ist der Vorteil, wenn man die Gegner nicht getroffen hat, aber seine Deckung natürlich überbrückt hat oder umgekehrt, man hat seine Deckung nicht geschafft oder den
oder man hätte ihn getroffen, dann wird er einfach unterdrückt, er geht in Deckung und er bewegt sich nicht. Aber es ist darauf zu achten, angreifen können sie dennoch. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, dieser Gegner würde auch seine Fähigkeiten verlieren, wenn man es schafft, ihn dreimal zu unterdrücken oder auch einen Kill zuzufügen, will heißen, hat man hier alle drei Gegner abgedeckt, dann würde er auch seine Spezialfähigkeit, die hier abgedruckt ist, verlieren. Ja, das war es eigentlich zu der Gegnerbewegung und den Suppress-Markern. Das heißt, die Gegner können euch nach wie vor angreifen, auch wenn sie unterdrückt sind. Ich stelle mir da einfach so vor, er schaut schnell aus seiner Mauer hervor, schießt und geht wieder in Deckung. Sehr cool gemacht. Dann dürft ihr noch den Mission Timer, beziehungsweise müsst ihr den Mission Timer nach vorne schieben, um einen Punkt. Es gibt hier sehr gemeine Gegner, die müssen dann, da muss man dann auch um 2 Punkte nach vorne schieben. Das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Wie schafft ihr diesen Kartellboss? Nur als Beispiel, hier gibt es sehr viele verschiedene Gegnertypen und Bosse natürlich, die unterschiedliche Sachen können. Aber bei ihm hier funktioniert das so, wir haben hier einen Inaktivmarker. Der ist eigentlich bei den meisten Objectives drauf oder so zu benutzen. Und wenn ihr hier seid, dann könnt ihr euch entscheiden, diesen Boss zu aktivieren. Da braucht ihr keine Action dafür bezahlen, müsst ihr nicht machen. Ihr seid hier und sagt einfach, ich aktiviere diesen Boss. Was dann passiert, ist folgendes. Ihr seht hier wieder diesen Wert. Die aktuelle Ausrüstung, die ihr trägt, also das wären wieder 37, so viele Gegner spawnen hier oben wieder. Will heißen, das ist wie wenn ich einen Ort ausgespielt hätte, ich ziehe hier oben wieder Karten, bis ich den Wert von 6 hier ausliegen habe oder eben darüber, wenn es blöd läuft. Was sagt uns der Boss noch? Kill the Boss. Size 0 heißt, er beeinträchtigt nicht unsere Angriffe. Er hat einen Deckungswert von 3, den wir besiegen müssen. Und er braucht 2 Kills. Das bedeutet, er hätte von Haus aus eigentlich 2 solche Scheibchen drauf. Und Hostiles Screen Boss. Dieses Screen möchte ich noch erklären. Screen bedeutet einfach, in diesem Fall, Screen the Boss bedeutet, alle Gegner, die hier in diesem Ort liegen, die beschützen diesen Boss. Ja, also man kann diesen Boss nicht angreifen, bevor man nicht seine Scherben getötet hat. Hier kann man taktisch auch wieder sehr viel machen, und zwar manche Gegner sind sehr hart, kann man auch versuchen, sie wegzupullen, je nachdem wer ein Target ist, geht einen Schritt zurück, der andere bleibt vorne stehen und die Gegner folgen ihm dann. Wirklich cool gemacht, wirklich. Natürlich gibt es da auch sehr, sehr viel mehr harte Bosse, da gibt es noch Fahrzeuge, Hubschrauber, alles mögliche, in den extremen Schwierigkeitsgraden wird das noch ganz extrem hier. Und ja, ihr versucht einfach diesen Boss dann zu töten. Ihr könnt auch einen Nahkampf machen, das heißt Entrance-Kosten, ihr könnt euch auf diesen Ort bewegen, natürlich auf dieses Objective, ihn versuchen eben auf Range 0 zu töten oder er schießt eben von der Entfernung auf ihn. Ja, das war's eigentlich schon. Ihr seht schon, er greift nicht an, er ist ja unbewaffnet, er wird nur beschützt. Und wir sehen können, das Ganze ist ein sehr, sehr geiles Spiel vom Ablauf her. Ich hoffe, ihr habt das Ganze durchgestanden. Das hat wirklich lange gedauert. Und hier gab es noch viel mehr an Feinheiten und Details zu erklären. Aber generell ist dieses Spiel nicht kompliziert. Nur die Anleitung erschwert es einem, ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Aber wenn man das Ganze mal verstanden hat, dann ist das wirklich kein Problem. Ladet euch die 3. Version runter. Und wenn ihr Fragen habt, seht auch in diversen Boardgame-Geek-Foren rein. Da gibt es sehr viele Informationen auch zu den Ausnahmefällen und Regeln, die es noch gibt. Aber im Großen und Ganzen, diese Zahlenwerte, die am Anfang einfach schrecken, wenn man das Ganze verstanden hat, ist das kein Problem. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel
gefallen. Und ich werde jetzt genau mit dieser Formation ein Let's Play machen und mal sehen, ob ich das denn schaffen kann mit dieser Auslage, die ich hier habe. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Let's Play und ihr habt halbwegs eine Einführung in das Spiel bzw. einen guten Eindruck über das Spiel bekommen. Ich finde es wirklich genial. Und ja, wir sehen uns dann beim Let's Play wieder hoffentlich. Bis dann. Ciao.